Ihr seht ja, wir sehen super sommerlich aus und haben auch ein passendes Rezept für euch vorbereitet. Wir machen heute Köfte vom Grill mit Tomaten-Petersiliensalat. Let's go! Okay, wir fangen damit an, dass wir die Petersilie klein schneiden. Möchtest du das gerne machen? Das kann ich sehr gerne machen. Okay. Brauchst du auch ein Brettchen? Dann gebe ich dir gleich eins mit. Nee, ich brauche kein Brettchen, weil ich werde unsere Köfte machen. Unser Fix für Hackbraten nehme ich dafür. Dafür brauche ich dann noch Wasser. Dann brauche ich noch das Hackfleisch. Das hole ich gleich aus dem Kühlschrank. Dann den Kumin und die Hälfte der Petersilie. Deswegen wäre es cool, wenn du mir die Hälfte, sozusagen so zwei Hälften machst, so zwei Häufchen. Sehr gerne. Ja, weil der Rest kommt dann nämlich noch in den Tomaten-Petersiliensalat. Sagt der Name schon. Hast du Köfte schon mal selbst gemacht davor? Nope. Ich habe schon Frikadellen selber gemacht. Genau, weil so alles, es gibt ja, also es ist ja alles relativ ähnlich. So bei uns macht man Hackbällchen, dann gibt es so Köttbullar, Schwedisch. Ja. Und das ist halt ja so, was ist Köfte? Schon? Köfte ist türkisch, oder? Ja, Köfte ist türkisch. Also was ich schon mal selbst gemacht habe, sind Hackbällchen mit Feta drin. So aber das war mir so. Das ist dann so griechisch, ja, so, ne? Ja. Ich glaube, da haben wir auch ein Rezept, kann das sein? Vom Bifteki? Ja, von Hackfleischen, Hackbällchen gefüllt mit Feta. Ja, also, das haben wir. Können wir euch gerne mal verlinken. Ich war auch gerade so. Hm. Das habe ich nämlich auch schon mal für euch gekocht, um euch das auf Social Media zu zeigen. Da erinnere ich mich dran. Ich habe übrigens noch eine Sache vergessen zu sagen. Und zwar habe ich meine Schaschlikspieße noch gar nicht vorbereitet. Was brauchen wir Schaschlikspieße? Da kommen unsere Köfte drauf, damit wir die besser drehen können auf dem Grill. Wir grillen übrigens heute hier drinnen. Wir können leider nicht draußen grillen. Wir müssen aber vorher die Spieße ins Wasser legen. 10 Minuten, damit die schön einweichen, damit es nicht zu... Genau, damit die nicht ankukeln. Ich kann nicht mehr reden. Nicht genau. Gut diese. Ja, nichts gut diese, deswegen machen wir jetzt. Genau, und danach. Darf ich denn schon mal dir die halbe Petersilie da reingeben? Weil dann kann ich schon mal was anderes schnippeln oder den Dip vorbereiten. Ja. Der Rest der Petersilie kommt in den Dip, richtig? Nee, das kommt zum Petersiliensalat. Okay. Ich muss jetzt voll aufpassen, ich habe mir nämlich leider gestern in den Finger geschnitten. Ich musste das Pflaster tragen und mit Wunde und Zitrone ist Aua. Was ist das Außergewöhnlichste, was du bis jetzt gegrillt hast? Also ich muss sagen, meine Family, wir lieben es im Sommer zu grillen. Wir grillen eigentlich dann immer, wenn wir uns sehen, wenn wir was zusammen machen, mit gegrillt. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr viel auf dem Grill gemacht. Und das Außergewöhnlichste, würde ich sagen, war ein Cheesecake. Ha, voll nice. War mega nice. Das klingt richtig fancy. Wir haben auch schon so Brot gebacken im Grill. Wow, jetzt will ich gar nicht mehr meins sagen, wenn du jetzt schon mit sowas kommst. Sag mal an, was war's denn? Spiegelei. Aber das habe ich auf dem, nicht auf dem Grill gemacht, sondern auf der Herdplatte. Weil wir haben beim Grill so eine Herdplatte. Das dann haben zählt wir so. Echt. Doch, das zählt, weil sonst habe ich nichts Außergewöhnliches. Du musst mir mal kurz helfen. Ich bräuchte das Brett da hinten. Ja. Weil ich möchte nämlich jetzt die Köfte formen und dann könntest du mir vielleicht noch ein bisschen Öl auf die Hände machen. Ja. Ihr könnt nämlich Wasser oder Öl nehmen, weil damit könnt ihr besser die Köfte formen und dann bleibt nicht das Hackfleisch so an euren Händen hängen. Ich bin jetzt ready, der Dip ist fertig. Sehr schön. Soll ich schon mal Tomatengurke schneiden? Ja, das wäre super. Ich finde ja, Salat zum Grillen ist ja eigentlich so ein Muss. Ne? Also ich finde, Grillen ohne Salat geht gar nicht. Geht gar nicht. Was isst du denn lieber? Isst du lieber das Fleisch oder den Salat? Also wenn du dich entscheiden müsstest. Oder gegrilltes. Ja, das kann ja noch was anderes sein. Das kann ja auch Käse sein, das kann ja auch Grillgemüse sein. Irgendwas sein, ja. Genau. Voll schwierig, weil das ergänzt sich ja irgendwie so ein bisschen. Und ich bin ja sowieso nicht so der Fleischfanatiker. Und dann ist halt so, was Grillen angeht, so ein Schafskäse ist geil. Aber die Salate machen es halt geiler. Ja, und stimmt. Was ich auch ganz wichtig finde, ist Brot. Okay. Ich mach, kann man so? Ja, doch. Sieht geil aus. Oder? Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Dönerspieß. Aber es geht voll easy. Voll geil. Vor allem, guck mal, wie schnell wir jetzt bitte schon wieder sind. Also natürlich viele Hände, schnelles Ende, wie man so schön sagt. Wir sind ja auch zu zweit. Das war ja ein guter Spruch. Deswegen geht das natürlich auch ein bisschen schneller. So, dann würde ich sagen. Du grillst schon? Ja, okay. Kann das Ganze gegrillt werden. Und während das jetzt noch aufheizt, mache ich noch das Dressing für den Salat. Yes. Dafür benutzen wir Öl, Balsamico und natürlich unsere Würze. So, schön mal geil. Sehen doch schon ganz gut aus, oder? Sieht richtig lecker aus. Look at this, how gorgeous. Genau, das gab es in ihrem leckeren Wrap und ich habe hier noch ein bisschen Fladenbrot dazu geholt. Probieren wir. Wir probieren.
beißt du schon mal rein. Ja. Und währenddessen dürft ihr natürlich tschüss. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Wir haben euch hier auch schon mal ein anderes leckeres Rezept verlinkt. Und fällt auseinander. Mesa. Oh mein Gott, so geil. Die sind sehr geil. Ja, mega.